einem weiteren Video. Es geht um ein besonderes Auto. Es geht wieder um ein Auto vom Schäfchen. Und zwar um seinen Super MK4. Echt schönes Auto. Wie wir ihm den Evo gebracht haben nach Kitzbühel, Thomas war eh dabei und der René auch, haben wir den Evo quasi abgeliefert und der Otto hat uns gebeten, dass wir den Supra mitnehmen. So, wir haben den Supra mitgenommen. Er hat zwei Beschwerden gehabt, und zwar eine Beschwerde ist, dass er ab und zu ein bisschen kacke rennt. Keiner weiß warum. Sie waren am GT-Treffen und haben ballern lassen und was weiß ich was, und da haben sie Zündkerzen irgendwann mal tauscht, weil die abgesoffen sind angeblich, und da haben sie Zündkerzen irgendwelche aber einbaut, das haben sie auch gesagt. Nur, ja, so, ich wollte das Auto abladen vom Hänger, das ist nicht mal angesprungen. So, wir haben das Auto reingeschoben. Gestern habe ich mich endlich einmal ein bisschen beschäftigt damit und habe einmal reingeschaut und ja, bin auf ein paar Sachen drauf gekommen, und zwar von einer Zündkerze am fünften Zylinder ist das Keramik gebrochen gewesen und ist hin und her gerutscht. Und von den anderen Zündkerzen, die haben alle einen anderen Elektrodenabstand gehabt, warum auch immer. Also keine Ahnung, wie das sein kann. Und vier Zündkabeln waren beleidigt. Das heißt, das sind nämlich die Kabelschuhe, also die Zündkabelschuhe, was auf die Zündkerze draufgesteckt werden, die haben ein kleines Loch gehabt. Und der Funken hat sich quasi durchgearbeitet durch den Gummi und die Isolierung und ist auf dem Zylinderkopf und nicht mehr auf die Zündkerze. So, Strom ist wie Wasser und alles, das geht im Weg des geringsten Widerstandes. Wenn jetzt quasi das Auto ist quasi im Normalbetrieb, normal gerennt, nur sobald es unter Last gegangen ist und Ladedruck, hat er Zündaussetzer gehabt. So, warum ist das so? Der Funken hat eine, also die Spulen sind sehr stark, was da einbaut sind. Also die Spulen, die sind ein Wahnsinn. Ja? Also die machen echt einen starken Funken. So. Und der Funken hat es jetzt quasi leichter durch die Isolierung durch am Zylinderkopf, weil die Isolierung beschädigt ist, wie auf die Zündkerze in die Elektrode dort die Verbrennung zu starten. So, jetzt habe ich das einmal gefunden, habe gestern die Zündkabel ausgebaut. Der Thomas wird ein paar Bilder einblenden, wie das Ganze ausschaut: die Zündkerzen und die Zündkabeln. Ja, habe die Zündkabel jetzt nur professorisch schon mal isoliert, habe 6 neue Zündkerzen einbaut, die richtige, die reinkören. Ja, siehe da, Auto springt an und rennt aber trotzdem scheiße. Jetzt habe ich mich ein bisschen gespielt mit dem ganzen Thema und die ganze Problematik war, das Auto hat sehr, ziemlich stark, also ziemlich arge Nockenwellen. Und Mundart gesagt, drinnen. Ja. Das heißt, die haben relativ viel Überschneidung und viel Grad und was weiß ich was. So, jetzt haben die versucht, das Auto wegen einem Typisieren auf 920 Umdrehungen laufen zu lassen. Nur, auf 920 Umdrehungen rennt das nicht mit solchen Nockenwellen. Das ist gelaufen am Stand wie ein Sack Nüsse. Also das ist echt scheiße gewesen, wie das gelaufen ist am Stand. Man muss es, weil das Auto muss auf ungefähr maximal 900 Umdrehungen rennen. Fürs Typisieren und für die Abgastests. Nur mit die Nockenwellen funktioniert das einfach nicht. Das ist einfach zu hardcore. So, jetzt haben wir das ganze Thema. Jetzt habe ich den ganzen VE-Table und alles wieder umgeschrieben. Auch die Leerlaufdrehzahl angehoben auf 1200. Und Lambda alles neu eingestellt. Jetzt funktioniert das wieder. Und jetzt rennt das am Stand. Nur irgendwie, also warm springt das Auto eigentlich sehr gut an. Nur wenn man es jetzt draußen stehen lässt, und es hat jetzt so um die 1-2 Grad bei uns immer, dann springt es immer noch echt scheiße an. Und irgendwie fühlt sich das an, wie wenn der Motor ein bisschen leer durchdreht. Deswegen wollen wir jetzt, der Thomas wird mir dabei helfen, wir werden jetzt noch Kompression prüfen und schauen, was da los ist. Das machen wir jetzt. Und warum das Auto jetzt auch da ist, der Otto hat natürlich, der Schäfchen hat natürlich wieder ein paar Vorstellungen, der weiß ja genau, was er will. Oder auch nicht manchmal. Und ja, also er kriegt Seitenschweller kriegt er drauf. Natürlich auch lackiert und alles, weil ihm gefällt das nicht. Weil vorne die Lippe so weit herunten ist. Und wenn man die Linie weitergehen würde, ist da einfach so ein Sprung. Also ihm ist der Schweller zu hoch. Und jetzt kriegt er Schweller drauf, die hat er schon gekauft, also die hat er selber besorgt. Und ja, die werden wir montieren, dann werden wir umbauen auf Drive-by-Wire auch, also das heißt wieder Drosselklappe und E-Gas.
Und dann haben wir noch Campus Keypad kriegt auch rein, so wie im Evo oder ich in alle Autos verbaue. Eben, dass er ein paar Ladedruckstufen fahren kann und Anti-Lag-Orgas und Launch Control. Und dann machen wir noch AKW V3 kriegt da rein, weil jetzt ist drinnen ein Tein-Fahrwerk, was für eins weiß ich jetzt nicht, ich habe noch nicht mal geschaut, aber das möchte auch ändern. Dann Endtopf machen wir einen anderen, weil es ist eigentlich eine 4 Zoll Auspuffanlage, die Downboard Pipe ist 4 Zoll mit interne, also mit Westgates, also quasi keine Screamer Pipe, sondern die Westgates quasi in die Downpipe eingeleitet. Dann geht die Auspuffanlage mit 2x3 Zoll und dann geht sie wieder auf 1x4 Zoll. Und für den Endtopf, da haben sie einen genommen zum Typisieren. Und, also sie haben es probiert halt, den zum Typisieren. Der hat eine Klappe innen und der ist aber auf 3,5 Zoll. Das heißt, es geht von 4 Zoll wieder auf 3,5 Zoll und dann ist der Topf da. Ist natürlich auch nicht optimal. Wir werden jetzt einen anderen Endtopf drauf machen mit 4 Zoll wieder. Und vor allem einer, der länger ist. Weil der Endtopf, wenn du das filmst, der ist relativ kurz, schließt er ab bei der Stoßstange hinten. Und wenn man da echt ein bisschen Feuer macht, dann kann es sein, dass die Stoßstange ein bisschen sich wählt oder abbrennt. Ja, und wie wir gesehen haben beim Evo, sind das ziemliche Flammen schon gewesen. Ja. Also. Ja, und da, also das wird vom Anti-Lag und von allem her richtig geil, weil da geht halt was durch. Da ist ein großer Lader drinnen und das funktioniert, also ist ein Precision-Lader drinnen. Und ja, also ich habe jetzt das Auto das erste Mal in der Hand. Ich habe vorher noch keinen Handgriff auf dem Auto gemacht. Ich habe es nur gekannt vom Hören, Sehen, Sagen. Aber wie gesagt, ich habe noch keinen Handgriff drauf gemacht. Ich habe mich gestern das erste Mal ein bisschen reingedacht in das Ganze. Wo welche Kabeln sind, wo was verkabelt ist, wo was sitzt, wie was gebaut ist, was für Sensoren. Und ja, ein paar Sensoren werden wir auch umbauen noch. Und ja, das war's. Vermessen tun wir, Prüfstand, abstimmen. Dann schauen wir, was rauskommt wieder. Und sonst, ja, sonst war's es eigentlich. Das ist eigentlich eh wieder ganz schöner Arbeitsaufwand. So ein langes Projekt wieder eigentlich, ja? Ja, eigentlich schon, ja. Ja, alle Öle tauschen wir auch, weil das ist, glaube ich, schon echt notwendig. Das Auto ist vorher lang gestanden und da ist echt schon lang kein Ölwechsel mehr gemacht worden und ja, schauen wir mal. Das Einzige, was ich auch schon drauf gekommen bin, ist, ich habe ihn schon einmal auf der Bühne gehabt und da bin ich drauf gekommen, ich habe auf einem Reifen angedreht und siehe da, keine Sperrwirkung mehr hinten beim Diff. So, ja, jetzt quasi ist es ein Supra ohne Sperre. Ja, jetzt muss ich dem Otto das auch einmal sagen, dass er eigentlich keine Sperre mehr hat. Das wird er jetzt dann gleich hören oder sehen im Video. Ja, er weiß es selber noch nicht, aber wir werden es ihm dann mitteilen. Und ja, was ist eine Differentialsperre eigentlich, Thomas, weißt du das? Wir haben schon einmal kurz darüber geredet. Ich glaube, beim Evo haben wir es kurz angeschnitten. Aber also so, da haben wir zum Glück jetzt eh, das ist mein Daily-Auto. Da haben wir jetzt ein Beispiel zum Beispiel. Das ist auch ein Heckantrieb-Auto, so wie der Supra. Das ist quasi ein Supra, ein deutscher Supra. Da, und zwar... Wenn man eine Sperre ganz leicht kann man überprüfen, wenn man quasi ein Rad in eine Richtung dreht und das andere bleibt stehen. Mhm. So, dann haben wir keine Sperre. Dann ist es ein offenes Diff. Dreht man jetzt den Reifen und er dreht sich in dieselbe Richtung mit, quasi so, aber nur wenn man auf einer Seite andreht, dann hat man eine Differentialsperre. Da gibt es halt noch ein bisschen Abweichungen und Torsen und was weiß ich was, aber. So ist einmal ein sehr einfacher Weg zum Überprüfen, ob man Sperre hat. So, und bei ihm hat man gemerkt, ich habe auf einem andreht und wenn man ganz langsam und ganz leicht andreht, dann dreht sich das andere mit, aber auch nur ganz leicht. Das heißt, die Sperrwirkung ist einfach schon verschlissen. So, und dreht man jetzt schneller an, tut sich gar nichts mehr, also bleibt das andere ausstehen. Das heißt, das Losbrechmoment auf der Sperre ist zu hoch, im Gegensatz zu den Widerständen von Radlager, Antriebswellen und dem ganzen Schaß, was sie alles mitdreht, dass die Sperre das nicht schafft zu übertragen. Das heißt, da ist fast keine Sperrwirkung mehr dran. Das werden sein, 1-2 Newtonmeter, mehr wird es nicht sein. So, das weiß er noch gar nicht. Schauen wir mal, ob er eine Sperre haben möchte oder nicht, ob man das revidieren kann oder nicht. Keine Ahnung. Schauen wir rein einfach mal. Ja, dann hätte ich gesagt, wir werden jetzt einmal Kompression testen. Schauen wir mal, ob das überhaupt eine Kompression hat, auf allen Zylindern gleich.
Weil wenn das schon mal, wenn zum Beispiel ein Zylinder nur mehr, weiß nicht, 5 oder 6 Bar hat, ne, dann schaut die ganze Sache nicht mehr so cool aus, ne? Ja, das kennst du von deinem 2RZ, oder? Thomas, du sollst nicht in offenen Wunden stecken. Entschuldigung. Schau her, was haben wir da? Das ist der Motorraum. Was ist gemacht worden? Batterie ist versetzt worden. Steuergerät ist im Motorraum. Sensoren. Precision-Lader. Zündspulen. Echt starke. Was für Kolben drinnen sind. Was für Bläuel drinnen sind. Was für Nockenwellen drinnen sind. Keine Ahnung. Ich habe den Motor nicht gebaut. Ich weiß es nicht. Und ja. Wir werden uns einfach überraschen lassen. Nichtsdestotrotz, jetzt testen wir mal Kompression. Unser Klavier mit unseren Zündspulen. Echt fette Zündspulen, vielleicht kann man sich das dann im Licht anschauen. Fossard Racing. Ich weiß nicht, die werden nur Vertrieb sein. Da sieht man, dass da drunter Pickerl ist. Also wenn man Saat Racing quasi runtergläzelt, dann wird man sehen, wer der Hersteller ist. Aber es sind echt fette Spulen. Haben auch schon Kühlrippen. Und sind echt schwer. Schwer bedeutet immer gute Zündspule. Viel Eisen, viel Magnet, viel Kraft. Also das ist schon was Gutes. Da haben sie was Gescheites verbaut. Ja, viel mehr geht es nicht drüber zu sagen. Fünfpoliger Stecker, sehr wichtig. Pin-Belegung ist, was ich weiß jetzt nicht auswendig für jeder Spule, aber da müsste es sein, dreimal Masse, einmal Signal, einmal 12 Volt. Also da merkt man einfach, dass das schon ein bisschen stärker ist. Weil normale, herkömmliche Spulen, so leck mich am Arsch Spulen, haben so drei Kabeln. Und dann die stärkeren, ein bisschen mehr auf Performance, haben vier Kabeln. Das sind diese roten 2 Liter TFSI Spulen, was ich drinnen habe. Die sind schon sehr gut. Also Preis-Leistung ist einfach mega von denen. Und die haben halt schon fünf Kabeln, die haben noch eine Masse mehr. Also das ist einfach der Endgegner, kann man sagen. Das ist jetzt auch zum Beispiel, das ist der MAP-Sensor und integrierter Ansauglufttemperaturfühler. Finde ich jetzt nicht so geil, so kombinierte Sensoren. MAP-Sensor lasse ich mal einreden, nur Ansaugluft, da ist jetzt nicht so geil die Position, weil einfach die Luftmasse da hinten einfach zu warm ist, weil der Sensor einfach dauernd von der Ansaugbrücke die Wärme aufnimmt. Und wo sagst du, gehört er normal hin? Ich finde ihn geiler vor der Drosselklappe. Also da eigentlich, da macht er für mich am meisten Sinn. Weil das heißt, Ansaugluft vor der Drosselklappe, ne? Genau. Und MAP-Sensor in der Drosselklappe. Ja, sicher, ja. Weil das ist einfach, du hast einfach da den höchsten Luftstrom. Und du misst effektiv einfach
die reelle Temperatur. Ist halt, nein, es gibt eh, jeder macht seine eigene Suppen, aber ich finde es halt so am besten. Ich mache es immer so, es funktioniert gut. Schau, das war der erste Zylinder. Erster Zylinder, zweiter Zylinder, die schauen schon mal unterschiedlich aus. Dritter Zylinder. Vierter Zylinder. Fünfter Zylinder. Sechster Zylinder. Aber da beim zweiten Zylinder hast du das drüber putzt, oder? Nein, die schaut so aus, ich weiß auch nicht warum. Schon mal mysteriös. Also die hast du aber jetzt gestern erst verbaut, oder? Die habe ich gestern erst eingebaut, oder? Und habe ich kurz brennen lassen. Ja, zweimal ist er gerannt. Okay. So, ganz wichtig, was mir auch aufgefallen ist. Da kann keiner was dafür, das ist aufgrund einfach des Alters. Und zwar, der Motor, dass er rennt im Steuergerät, braucht zwei essentielle Sensoren. Das ist einmal der Trigger und einmal der Sync. Das heißt, einmal hat man einen Sensor auf der Kurbelwelle, aber den sieht man halt bei ihm nicht wirklich gut. Der sitzt, ja, da unten, das Kabel sieht man, aber ja, da geht der Sensor rein. Also unten hat quasi die Kurbelwelle hat eine gewisse eine Scheibe drauf mit gewisse Zähne mit einem Haltgeber drauf oder einem Magnetgeber oder was auch immer. Und die sieht, wie oft fährt die Zähne vorbei. So, und dann gibt es noch einen Sync-Sensor. Da hat man einen Nockenwellensensor und der sieht dann, wo die Nockenwelle gerade steht. Je nachdem regelt die Einspritzung und die Zündung. So. Das heißt, die kommunizieren quasi miteinander. Genau. Nein, das Steuergerät. Also die zwei sind zwar nicht miteinander, aber das Steuergerät. Ja, Steuergerät und das Steuergerät. Und ich habe jetzt gestern gesehen, das ist der Nockenwellensensor. Schau mal, kannst du da scharf stellen? Sieht man das? Das sind einfach, weil die Kabeln schon so alt sind, ja. Das sind einfach die Kabeln schon gebrochen. Und gib kurz mal die Hand weg. Ja, jetzt habe ich es. Da sieht man einfach, dass die Kabeln schon so alt sind. Und schau her, die eine Seite ist zwar, das sind auch schon ein paar Litzen, aber schau, da, das hängt nur mehr auf, glaube ich, ein, zwei Drahteln. Also das muss man definitiv machen, das ist gefährlich. Das ist wirklich lebensgefährlich. Das ist, was könnte da passieren, wenn das... Naja, so, wenn das jetzt einfach abreißt, springt er einfach nicht mehr an. So, wenn man jetzt normal fährt und das reißt ab und hat kein Connection mehr zum Steuergerät, dann merkt man halt, dass er ein bisschen ruckelt und aussetzt und nicht so rennt, wie es soll. Nur, wenn das jetzt, weil das soll 850 PS haben und wenn man da jetzt gerade voll abdrückt und damit 1,9 Bar fährt mit dem Precision Lader und die Zündung und alles und da reißt das Kabel out und er kriegt eine am Schädel, dann ist Feuer am Dach. Dann kann es sogar so weit gehen, dass der Motor kaputt ist. Also, und deswegen ein Kabel eigentlich? Deswegen ein Kabel, ja. Also eher nicht zum Empfehlen. So, wir sind jetzt eigentlich so weit, wir stecken jetzt noch die Einspritzdüsen ab. Die stecken wir noch ab. Einfacher gesagt, das geht auch. Einspritzdüsen sind abgesteckt. So, jetzt kannst du deine Kamera positionieren. Ich hole das Kompressionsmessgerät und dann prüfen wir. So, wir messen da jetzt. Das ist eher eine günstigere Variante. Ich habe noch einen anderen, aber ich möchte jetzt kein Blatt verschwenden. Wir testen jetzt einfach und schauen, ob ein Zylinder einfach komplett aus der Reihe tanzt. Der Thomas setzt sich jetzt ins Auto. Wenn es Schlüssel gibt. Ja, Schlüssel ist ja gut. So,
Also auf mein Kommando. Ja, warte, über meine Kommando. Ja, entspann dich, alles gut. Fahr mal da. So, warte mal. Und auf mein Kommando starten, ja. Das heißt, einmal Vollgas geben. Vollgas geben, genau. Und so lang starten, bis ich aussag. Okay. Na, geht schon. Geht? Ja. Die Kamera wieder in den Griff. Ich bin etwas erschüttert. Oi. Das ist gerade echt uncool. Jetzt weiß ich auch, warum das Auto, wenn es draußen sehr kalt ist, wirklich ganz schlecht anspringt. Ganz schlecht anspringt. Also wenn man herinnen in der Halle lasst und er ist akklimatisiert, das heißt das Auto hat ungefähr, weiß nicht, 18, 19, 20 Grad, dann springt er halbwegs okay an, aber immer noch nicht so wie er soll. Der 1JZ Lexus springt an auf dem ersten Knopfdruck, mein 2JZ BMW springt an wie auf dem ersten Knopfdruck und das orgelt ewig und kommt irgendwie und rennt dann am Anfang auch wie ein Sack Nüsse, wie ein Scheißhaufen einfach. Und wenn es kalt draußen ist, ist ganz extrem. Also je kälter es ist, desto schlimmer wird das logischerweise. So, wir haben jetzt Kompression gemessen. Ja? Es ist jetzt kein High-End-Gerät. Ja? Nur, ob das jetzt hat 10 Bar oder 9 Bar, wird jetzt wurscht sein. Die Genauigkeit reicht auf jeden Fall für uns. So, wir haben am ersten Zylinder, also wenn man Kompression messt, so die 2JZ mit relativ wenig Verdichtung, ja, also logischerweise, ich weiß nicht, was der Verdichtung hat, aber mit relativ wenig Verdichtung sollte man haben so um die zwischen 7 und 9 Bar. Mit wenig Verdichtung. So. Erster Zylinder hat 6 Bar. Lass ich mir noch einreden, dass vielleicht wirklich das Stoßspiel von den Kolbenrinnen extrem ist oder vielleicht schon verschlissen sind, weil er schon echt herbirnt worden ist oder sonst irgendwas. So. Erster Zylinder 6 Bar. Zweiter Zylinder 5,75 Bar. Das heißt auch ungefähr dort, aber auch relativ wenig. Dritter Zylinder 2,2 Bar. Das ist echt nicht viel. Vierter Zylinder 4 Bar. Auch nicht sonderlich berühmt. Fünfter Zylinder, 9,5 Bar. Fünfter Zylinder, den geht es noch am besten. Also dort, wo das ist der einzige Zylinder, der, wenn du startest, wahrscheinlich das ganze Werkel zum Rennen bringt. Und der sechste Zylinder, das ist der schlechteste Zylinder. Der sechste Zylinder ist meistens auch hinten der meist belastetste. Da haben wir 1,95 Bar. Das ist echt uncool. Wir werden das jetzt nochmal durchgehen und filmen, weil dann hast du es auch drauf. Siehst du das gut? Ja, geht. Da sieht man, erster Zylinder 6 Bar, zweiter Zylinder 5,75, dritter Zylinder 2,2, vierter Zylinder 4,05, fünfter Zylinder 9,5. Das heißt, das ist wirklich der beste Zylinder und der sechste Zylinder 1,95 ist der schlechteste. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Zylinder, die komplett aus der Reihe tanzen. Ich sage, mit diesen 6, 7 Bar kann ich noch leben. Es ist echt wenig Kompression, aber mit dem kann man noch leben. Nur
Ja, aber ich sag mal, 6-7 Bar ist ja auf die Dauer dann in Zukunft gesehen auch schon eher. Ja, scheiße. Oder? Ja. Ich weiß nicht, was der Fehler ist, keine Ahnung. Nur, man hört es auch schon beim Starten. Ne? Also jetzt beim Kompressionstesten, wenn du wie durch, du durchdreht hast, hat man am fünften Zylinder richtig gemerkt, wie die Messuhr rausdrücken möchte. Und die anderen Zylinder, da kannst du draufhalten vom eigenen Gewicht, was die Messuhr hat. Also da ist echt nicht viel da, deswegen sprengt das auch so an. Jetzt haben wir die Bestätigung. Also ist nicht cool. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, wie wir da weiter tun. Weil geplant war jetzt nicht, dass wir Motor machen oder sonst irgendwas. Ich würde mal sagen, wir halten mal Rücksprache, oder? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust, jetzt da einen Motor zu machen. Jetzt bist du eh schon in Übung, von deinen. Also irgendwas stimmt gröber nicht. Was kann es jetzt eigentlich sein? Überlegen wir mal. Es kann sein, dass die Kolbenringe gebrochen sind oder verschlissen sind oder der Kolben wegbrennt oder sonst irgendwas. Dass da die Kompression verloren geht. Es kann sein, dass die Zylinderwand einen Riss hat, was aber eigentlich bei den 2AZ nicht so vorkommt. Es kann sein, dass ein Ventilsitz weggekippt ist, dass quasi das Ventil undicht ist. Ja, dann wäre es ja bei fast allen Zylindern, oder? Nein, muss nicht bei allen Ventilen sein. Okay. Kann nur sein, dass zum Beispiel ein Ventilflattern war oder sonst irgendwas und dass deswegen ein Ventilsitz ein bisschen weggekippt ist und dadurch undicht ist. Meine Vermutung ist, eher Ventiltrieb sogar, weil ich habe es gemerkt, wie er gerannt ist, wie ich ihn am Stand in Betrieb genommen habe und rennen habe lassen, hat man gemerkt einfach, wenn du kurz agil aufs Gas gehst, dass er zurück in die Ansaugbrücke schießt. Da hat er quasi ein Backfire in die Ansaugbrücke. Da zündet er in die Ansaugbrücke rein und nicht in den Brennraum. Das ist schon mal eher ein Zeichen, dass eher vom Ventiltrieb was kommt. So jetzt. Ich bin gerade echt ein bisschen bedrückt, muss ich ehrlich sagen, weil ich wollte eigentlich ein paar kleine Sachen machen, dass das echt cool funktioniert und flammt und... Aber das ist eigentlich jetzt ein ernüchterndes Ergebnis, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir müssen mit dem Otto mal telefonieren, mit dem Chefchen und ihm das mitteilen. Ja. Ich würde auch sagen, ruf ihn mal an und dann... Es raucht auch ziemlich, das Auto, wenn man es anstartet, kalt, raucht es ein bisschen. Und normalerweise, ein 2AZ rennt so schön und seidenweich am Stand, ja. Irgendwas stimmt da nicht. Wir werden jetzt mal wen anrufen und mit wem telefonieren, der ein bisschen was mitgekriegt hat von dem Auto und stelle ihm mal eine Frage. Und nachher bauen wir die Zündkerzen wieder ein, Zündspulen ein, stecken die Einspritzdüsen an. Dann hängen wir mein Laptop an, dann starten wir mal. Dann seht ihr, was ich meine. Beim Starten, das orgelt ewig und man merkt auch beim Starten, das heißt, wenn die Zündkerzen drinnen sind, wir können dann eigentlich einmal einen Startversuch machen, nur mit den Zündkerzen drinnen und Einspritzdüsen noch abgesteckt lassen. Und einen Startversuch machen, man hört richtig, dass nur ein Zylinder Kompression hat und dass nur ein Zylinder starten möchte. Das heißt, das ganze Wergel springt eigentlich nur an, weil ein Zylinder noch da ist. Deswegen springt das an. Und dann über die Drehzahl die anderen so viel Kompression noch kriegen, dass halt mitrennen. Also wortwörtlich einer für alle, ne? Ja, stimmt, ja. Ja, echt uncool. Aber wir werden das machen. Wir werden die Zündkerzen reinstecken und werden dann einen Startversuch machen. Du schaust, dass du den Ton gescheit aufnimmst. Und dann hört man richtig, dass eigentlich nur ein Zylinder eine Kompression hat. Das werden wir machen. Passt. Aber jetzt telefonieren wir mal. Wir haben jetzt kurz Mittagspause gemacht, wir haben uns was Gutes gegönnt. Wir sind jetzt wieder zurück, ja, wir haben Kompression gemessen, wir haben auf 5 Zylinder zu wenig oder fast keine Kompression. Ich habe mit dem Otto, dem Chefchen, schon telefoniert, der ist natürlich nicht begeistert, was verständlich ist, weil er halt genug Projekte und Baustellen hat und das ist jetzt wieder eine weitere Baustelle und ich verstehe ihn sehr gut, aber es ist halt so, was soll ich machen? Ja,
wir machen das jetzt, wir zeigen euch, was ich eigentlich meine, dass er komisch startet, dass er quasi nur auf einem Zylinder startet. Und wir schrauben jetzt einmal die 6 Zündkerzen wieder rein, lassen die Einspritzdüsen abgesteckt, werden dann starten einmal, auch ohne Zündspulen, ohne nichts, also einfach nur, dass der Brennraum geschlossen ist und dass wir Kompression haben, und dann starten wir und dann hören wir uns das Ganze ganz genau an, wie das klingt. Und dann werden wir zum Lexus gehen, mit dem 1JZ-Motor, werden das auch machen, Zündspulen abstecken, Einspritzdüsen abstecken und starten da auch. Und dann hören wir uns das an, den Vergleich, weil der hat Kompression und der nicht. Dann hören wir uns den Vergleich an, dass man das wirklich hört und sieht. Schauen wir mal, das werden wir jetzt machen. Wir lassen Zündspulen weg, Einspritzdüsen weg. Wir fangen an. Starten wir mal einfach. Wo hast du den Schlüssel hingekommen? Schlüssel liegt am Tisch. So. Hört sich das Sageln? Hört sich komisch an, ja. Das, so hört sich ein Motor beim Starten nicht an. So, da hört man richtig so, immer, jetzt kommt ein Zylinder, dann ist wieder so leer und dann kommt wieder ein Zylinder und dann ist wieder leer. Das ist genau der 5. Zylinder, was Kompression hat. Der hat einen Widerstand gegen einen Starter. Sonst rennt das so leer. Warte, machen wir es nochmal. So, also ist eindeutig. Jetzt gehen wir zu unserem Lexus. Gut, dass er da ist. Wir werden das Ganze jetzt bei ihm einmal versuchen. Das heißt, wir stecken da einfach auch die Einspritzdüsen ab. Bei mir geht's. So, hört man das? Da kommt ein Zylinder nach dem anderen. Und nicht. So, da kommt jeder Zylinder da Kompression. Hören wir sich das noch einmal an, dann können wir es vergleichen auch. So, da hat jeder Zylinder Kompression. Jetzt hören wir sich das noch einmal an. Klingt schon anders, ne? Wird eindeutiger. Also, wir haben es eindeutig festgestellt. Resümee vom heutigen Tag. Das Auto hat mehr oder weniger einen Motorschaden. Jetzt gilt es einmal zum Feststellen, was Sache ist. Das heißt, das nächste Video wird sein, dass der Thomas und ich den Motor zlegen. Wir werden jetzt einmal, der nächste Schritt ist, den Kopf runternehmen. Also das heißt, Krümmer abschrauben, Saugbrücke abschrauben und Zahnriemen runter und das ganze Klimbim, Kühlwasser auslassen und das alles. Und dann werden wir mal den Kopf runternehmen und ja. Aber jetzt schauen wir uns noch den Datalog an. Das ist nämlich ganz wichtig. Das werden wir jetzt machen. Das heißt, und alles andere legen wir dabei noch ein bisschen auf Eis, oder? Mit ja. Fahrwerk und. Also Fahrwerk und Schweller und Drive-by-Wire-Umbau und das alles, was er sich gewünscht hat, das lassen wir jetzt einmal. Also das wird sogar in Schäfchen jetzt schon ein bisschen viel. Also jetzt werden wir da mal kurz ein bisschen auf die Bremse legen. Jetzt ist einmal das erste Interesse, dass das Auto wieder rennt. Ich hoffe, vielleicht kann es sein, dass nur die Kopfdichtung kaputt ist. Ich glaube es zwar nicht,
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Weil Kopfdichtung ist eher ambulanter Eingriff, ne? Aber. Ja, da kennst du schon, oder? Ich hoffe echt, dass nichts Gröberes ist. Weil wenn zum Beispiel Ventilsitze weggekippt sind oder Kolben runterbrennt sind, dann wird das Ganze mühsam. Aber schauen wir mal. Jetzt schauen wir uns mal den Datalog an. Also wir haben Daten gefunden. Wir haben uns jetzt die Daten durchgeschaut. Und es schaut eigentlich alles sehr gut aus. Und also rein vom ECU-Log. Es ist leider nicht alles an Daten mitgeloggt worden. Aber weil zum Beispiel so wie Fuel Pressure Differential oder Correction fehlt und Injector Duty Cycle fehlt und ein paar so Sachen, aber ja, ist halt so. Aber wir haben jetzt da rein, so haben wir jetzt nichts gefunden, das was Motor ruinieren hätte können. Also ECU Log sagt jetzt nichts wirklich aus, dass beim Motor hin ist. Ja. Jetzt heißt es mechanisch zerlegen und dann schauen wir, was Sache ist. Das heißt, in diesem Sinne ist das Video jetzt zu Ende. War ein schwarzer Tag für mich und für Otto. Nächstes Video wird sein, wir werden den Zylinderkopf herunternehmen und werden den Motor anfangen einmal zum Zerlegen und schauen, was die Fehlerursache ist. Vielleicht ist es eine Kleinigkeit, vielleicht auch nicht. Ich glaube eher nicht. Und ja. Also das letzte Wort hat immer noch der Chefchen, dem gehört das Auto, wenn er möchte, dass er da was reinsteckt, ist das okay für mich. Wenn er da was nicht reinstecken möchte und das Auto einfach nur jetzt einmal lehnen lässt, ist auch okay für mich. Dann bauen wir das Auto wieder so zusammen einfach mit einer neuen Kopfdichtung, so dass es wieder halt halber trennt. Ja, und dann muss man sich eh was überlegen. Weil zum Stehenlassen ist er zu schade, definitiv. Das stimmt, ja. Gehört schon unter die Leute, braucht das Auto. Ein 20er würde ich da geben, Otto. Da würde ich mich sehr freuen. Na ja, ist so leider. Das ist halt so bei solchen Tuning-Sachen. Und vor allem, das ist ein Auto mit fast 900 PS. Da passieren halt einmal Sachen. Aber ja, jetzt gilt es einmal, die Fehlerursache überhaupt zum Feststellen, dass man schaut, woher das kommt, warum das ist und was wirklich hin ist. Schauen wir, lassen wir uns überraschen. Nächstes Video ist Zylinderkopf abnehmen. Also, wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren, damit ihr das nächste Video gleich seht. In diesem Sinne, schönen Sonntag!